dass ich von vorne anfange, entweder geht das Kabel raus, ja, dann ist ja keine Internetverbindung da, oder aber irgendwas anderes bleibt wieder schief, ja. Mir ist das egal, sag ich mal, ja, ich habe jetzt hier viermal angefangen, jetzt reicht's mir, das ist heute das letzte. Oh, Jessere Teil, so geil. Was ich sagen wollte, ich kann hier tanzen. Ja, das war ich auch. Ich stehe da so. Warum? Naja, tanzen ist Gottesdienst. Ja? Ja, ist so. Eieieiei, ich freue mich so. Oh ja, das ist so geil. Ja, warum jetzt die Gardine da weggemacht habe, aus folgendem Grund. Als ich gestern nach Hause gekommen bin, ja, da war das so, da war hier auch Licht an, ja. Und dann bin ich mal kicken gegangen, ob man von draußen drin kicken kann, ja? Kann man. Man kann hier alles sehen. Alles. Ja? Und es ist natürlich nicht so toll, ja? Aber gut, okay, bei mir gibt es ja nichts abzukicken oder so, halt, außer wenn ich tanze, ja? Ja? Ist wieder egal, ob die Leute da zu mir sagen, ich bin irre oder so, das interessiert mich nicht. Ja? Ich hab früher auch zu Hause bei mir im Zimmer in Steglitz, ja, hab ich auch immer getanzt. Ja, oder in der Kurfürstenstraße. Da hatte ich so ja zwei Spiel, damit ich auch gut sehen konnte, von hinten und von vorne. Ja, man muss alles üben. Ja. Und wenn ich was kann, dann ist es tanzen. Ja. Ja. Ja, das war sehr gut. Gefäßig. Ja, so. Ah, sauer. Ja, ich bin schon wieder hier drauf. Siehst du, so schnell geht es. Ja, weil jetzt kommt ein Liedes hier. Ja. Was wollte ich denn noch loswerden? Ich mach mal erst das große Licht hier aus. So. So schön. Aber dann sieht man mich nicht. Das finde ich nicht gut. Ich möchte ja nie gesehen werden. Ja. Denn ich bin ja nicht hässlich, darf man ja nicht vergessen, ja, sie hat mir die Haare geschnitten da, ja. Ja, hier sieht man von der Seite, ja, habe ich wirklich ein schönes Profil, wird mir immer nachgefragt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, mir ist es doch egal, ja. Ich meine, hinten habe ich eine Platte, ja, da ist schon Glatze angesagt, ja. Aber trotzdem, die Kleine hier, die mir die Haare geschnitten hat, die hat es genauso gemacht, damit ich, also wie Alexandra, die macht das ja auch, ja, so, deswegen wollte ich hier eigentlich ja nicht zum Friseur gehen, ja. Weil Alexandra so gut ist, dass ich da lieber warte, bis sie Zeit hat, ja. Aber gut, in letzter Zeit ist alles ein bisschen anders, man hat sie keine Zeit mehr für mich, ja. Ja, okay. Jetzt, ich hab ja Ersatz gefunden. Gott sei Dank. Kostet mich denn zwar was, aber gut. Ja, ja. Irgendwie wird schon weitergehen, weil mit Geld sieht's bei mir immer scheiße aus. Ja, noch. Weil, warum? Naja, ich zu verschwenderisch lebe, kann man sagen, was man will. Ja. Gebe einfach zu viel Geld aus und passe mich richtig auf. Ja? Aber auch das werde ich bald im Griff haben. Ja? Ich brauche dann jetzt noch 3 Monate und dann bin ich alle meine Verpflichtungen privater Seite hoffentlich los. Ja? Also ganz privat. Nicht nur halb privat. Ja, ich habe bei zweien habe ich was zu zahlen, ja, und das mache ich, ja, bei dem einen stotter ich jeden Monat einen Zehner ab, und bei dem anderen, der kriegt von mir am 1. Dezember, so Gott will, alles auf einmal. Na, ich bin mal gespannt, ob es klappt, ja, nicht, dass ich da wieder absagen muss, das ist mir dann so peinlich, ja. Wenn ich plötzlich dastehe und ich sage, also am 1. Christus,
Und dann klappt es nicht. Wisst ihr, das ist wirklich ätzend. Ja? Und wer hat Schuld? Na, ich. Wer denn sonst? Ja? Denn natürlich versuche ich, das auf jemand anders zu schieben, wenn es geht, auf den Staat, auf Hartz IV oder auf sonst irgendwas. Ja? Weil man natürlich nicht sich eingestehen will, dass man auf zu großem Fuße lebt. Ne? Aber ist so. Ja? Man kommt damit aus. Natürlich kann man denn, eins kann man nicht machen. Ne? Also von wegen hier, was man da alles machen soll. Ja? Da, Jochen hat mir vorhin erzählt, dass zum Beispiel in dem Hartz IV mit drinne ist GEZ 16 Euro. Muss man selber bezahlen, wenn man nicht diese Anträge da ausfüllt, meine ich. Dann muss man die selbst bezahlen. Und da kommt man nicht drum rum, die schicken einen in die Gerichtsvollzieher auf den Hals. Deswegen, ja, versteht mal, ja. Also es ist schon irgendwie, weil früher hat dieser eine Zettel gereicht, den hat man hingeschickt und dann war gut. Nein, heute ist es ja mal anders. Heute muss ein Hartz-IV-Empfänger sich einen Antrag von der GEZ geben lassen oder online ausdrucken, ja. Das kann man machen, wenn der Hartz-IV-Empfänger Internet hat und einen Drucker, ja, dann geht es. Ja, ich weiß noch nicht, ob es was kostet, aber Jochen meint wohl nicht. Ja, okay, dann ziehen wir das Ding dann runter und dann, gut, mich kotzt schon die Briefmarke an. Warum? Naja, warum muss ich überhaupt irgendwas bezahlen bei der GEZ, ja, bei diesem Verbrecherverein, ja, weil das ist ja verfassungswidrig sowieso, ja. Der Staat hat die Pflicht zu informieren. Warum will er dafür Geld haben? Ja? Finde ich eine Frechheit. Aber jetzt weiß ich nicht, ob die GEZ vom Staat ist. Also bevor ich hier wieder was Falsches sage. Ja? Auf alle Fälle ist es verfassungswidrig. Weil die nehmen ja von jedem Geld. Ja? Von jedem. Und egal, ob er kriegt oder nicht kriegt, das spielt keine Geige. Egal, ob er einen Fernseher, ein Radio hat, spielt auch keine Geige. Wird trotzdem abgezogen. Ja, und das würde ich sagen, ist für mich Betrug, Diebstahl und so weiter, dann wird's heiter. Okay. Muss ich jetzt mal los, jetzt ist die Musik aus, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mal sehen, was ich mir jetzt anhöre.